Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem Part von Let's Change Pokémon Soul Silver Edition. Ja, genau, richtig. Ja, wo sind wir denn hier? In der Wasserarena sind wir. Habe ich schon gesehen. Luca, zuerst kriegst du es mit mir zu tun. Los, greif mich an. Ja, Schatz ist nur in der Wasserarena, um Misty zu machen. Ich hab keine Ahnung, wo die war. Ich dachte eigentlich immer, die ist dort, aber war sie anscheinend nicht. Ist auch jetzt egal. Sie ist da. Das ist das Einzige, was zählt. So. Oh, Sepa. Ah, was hat er noch? Hat er auch die Weiterentwicklungen? Weiß ich gar nicht jetzt. Simon. Okay, ne, er hat keinen Seetraking zum Glück, ey. Seetraking ist ein cooles Pokémon. Jo, ich bin bestimmt verwirrt, wie ich mich kenne. Oh, doch nicht. Ich glaube, man kann dadurch verwirrt werden, bin mir gar nicht mal allzu sicher. Doch, aber ich meine schon. Nice Lightning. Viel besser wie Sid. Botkan, das darf schon nicht wahr sein. Ich weiß nicht, ob du die Trainer gemacht habe. Ich würde sagen, wir nutzen das Training einfach mal. Ich wollte gar nicht spielen. Auch ich wollte schon spielen, aber nicht so viel. Es tut mir leid, dass ich schon so lange weg war. Lass uns anfangen. Nice. Geil, Bikini, Junge. Alter, nicht. 40. Puh. So, Anton. Shitty war's, ja. Level 48. Oh, Lightning, du bist so nice. Los, Mary Level. Schwimmerin Heidi, ich gebe auf, du hast gewonnen. Jo, ne? Ich bin auch der Beste. Gedrückt. Gedrückt. Boost Speed. Okay. Was haben wir jetzt hier? Aua, mein Stuhl, warum quietscht er denn so eigentlich? So, jetzt beim Schwimmen zählt nicht nur die Geschwindigkeit, die App. Die ästhetische Komponente ist genauso wichtig. Ja, ne? So ist es. Oh ja, habt ihr meinen Windows-Sound gehört? Ich hoffe, ich bin rausgetappt. Aber das wollte ich doch gar nicht. Nice Lightning, hast du gut überlebt. Sieht aus, als wäre diesmal aus, das Nebulak. Lightning, du bist so gut. Ich mag dich. Lass uns Freunde werden. Lightning, du warst mein Pokémon. Du bist das Beste. Eine sehr ästhetische Niederlage. Gedrückt. Jetzt zittere doch nicht gleich, nur weil ich so famos schwimmen kann. Very famous. Also, ich weiß, ich habe jetzt famous gesagt. Ja, ich hab fast nichts los. Ich hab Alt gedrückt, warum? Ladungsstoß nochmal. Aufkommen, wenn wir alles andere auch gewonnen haben, werden wir wohl einen Goldking auch gewonnen hätten, was noch Level drunter sind. Gut. Ich wollte schon sagen. Noch ein Goldking. Immer her mit den EP, ne? Ich meine, mich stört's nicht. Danach gehen wir einmal heilen. Das mache ich mit einem Cut. Also gleich dann, wenn wir den Kampf verwendet haben. Das ist sehr effektiv. Ja, damit ist es wohl down. Jawohl, Mary, noch ein Level up. Schön machen, Helene Fischer. Art, nein, ich zittere nicht. So, Leute, dann mache ich jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder bei Misty. Bis gleich. Und da sind wir. Stehen jetzt vor Misty und sprechen sie einfach mal an. Wir haben unser Pokémon geheilt. Ich bin. Ich weiß nicht mehr, was sie anfängt. Ich hoffe einfach mal. Wir schaffen es. Egal. Ah, unser Störenfried. Du magst ihn, wo du vielleicht viele Orden erkämpft haben. Aber ich rate dir, mich nicht zu unterschätzen. Meine Wasser-Pokémon haben es drauf. Das war's, was Namen sage. Wie die einfach komplett anders da aussieht.
Doch ein Level 50, 49, hallo. Alter! Zum Glück, Alter. Nein, ich weiß genau, was jetzt passiert. Ich wusste es. Was machen wir jetzt am besten? Sagen wir, tun einfach mal Crocodile rein. Erdbeben, okay. Wir hauen da jetzt mal einen Knirscher rein. Okay, das sieht gar nicht gut aus. Regentanz. Wasser-Pokémon, Wasserattacken sind jetzt stärker. Ja, gut. Aber auch Elektroattacken, glaube ich. Vielleicht können wir es so machen, dass wir das Smolot so jetzt hinkriegen, dass es einen Trank benutzt. Okay. Crocodile ist jetzt down. Okay, das ist gut. Das, also ist es nicht gut, aber es ist in Ordnung soweit. Nein, wir überleben. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass sie auch einen Trank einsetzt. Ich spinne einfach mal. Nein, es hat Aquawelle eingesetzt. Okay, jetzt hat es einen Trank benutzt. Okay, 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 okay. Wir spielen einfach mal. Okay, wir haben seine Verteidigung gesenkt. Okay, das ist nice, das ist nice, das ist nice. Ob wir den jetzt kriegen, nochmal einen Trank einzusetzen? Ah, hat die keinen Trank mehr für ihre anderen Pokes? Speed. Die meinen Erdbeben. Okay, nee, schaffen wir nicht. Okay, egal. Damit ist Molot down. Das ist auch viel wert. Mary, wird Zeit, dass du mal selbst kämpfen kannst. Lapras. Oh, was machen wir bei Lapras? Ich hat Lapras nicht, aber Erdbeben. Wir werden es jetzt wohl rausfinden müssen. Aber Lapras ist. Weiß nicht, ob es ihr stärkstes ist. Nein. Ach, hör auf. Ach, hör mir auf. Können wir auch schon Aufwecker benutzen. Eisstrahl, wie viel Damage? Ah. Okay, das können wir abhaben. Okay. Ein Eisstrahl, danach überleben wir noch, wenn da kann ich quitte. Das ist doch jetzt lächerlich. Jetzt wird's lächerlich, komm. Fuck, ich hätte das Set rein tun sollen. Oh, damn it. Damit, damit, damit. Das war sehr unüberlegt. Gebe ich zu. Komm, überlegst du einen Eisstrahl? Komm, mach keinen Shit. Dreck. Ruf mal Set rein. Okay, das ist nice, das ist nice. Dann können wir Crocodile nämlich auch wieder ein, ja, heil schneller. Ja, wir haben eh nicht die beste Verteidigung.
So, jetzt machen wir halt ein bisschen Damage. Das war nicht viel. Aber wenigstens etwas. Wer weiß, vielleicht helfen ja genau die KP später zum Töten. Okay, jetzt kommt wieder Lightning rein. Pass auf, das Ding crittet mich jetzt One-Hit mit einem Volltreffer. Oder ich friere ein, eins von beiden passiert. Oh nein, ich habe Glück. Dumm ist, dass Lapras das gut überleben wird. Nein, nein. Oh nein. Oh ja! Jawohl! Nice. A little bit Glück. Starmie. Ich habe mich vertan, das ist ihr Stärkstes. Ja, genau, ja. Jetzt werde ich ins Teamzug gespammt. Komm, mach die Hälfte, ja, nice. Oh, Mann! Die 10 ist darüber, auf der anderen Milch, aber macht so keine. Werde ich immer nicht mitten in der Aufnahme. Der schreibt wieder. Da will er mich jetzt verarschen. Nervt's aber. Nein, vergessen, Anton ist schneller. Ah, goddammit! Egal. Dann machen wir das jetzt mit Crocodile. Der schreibt wieder. Ich fasse das nicht. Ich sehe das rechts neben meinem Blablabla. Schreibt eine Nachricht. Jetzt reicht's. Warte, Jungs, ich mache mal ganz kurz einen Cut. Bis gleich. So, okay. Der Störenfried ist beseitigt. Das ist nicht dein Ernst. Alter. Das ist nicht dein Ernst. Oh, Mann. Dann machen wir das jetzt so. Müssen wir halt doch nochmal heilen. Ja, mach du nur. Ich heile in der Zeit. Wir versuchen mal was. Einfach so. Just for the lols. Wir opfern einfach mal Mary jetzt. Konnte ich speeden? Ich speed in der Zeit zu viel, ich weiß. Ich versuche wieder abzugehen. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Ja. Sorry. Das sind immer diese nervigen Animationen. Oh, ist das jetzt dein Ernst? Jawohl, nice. Der hat einfach nur top genesen. Oh Mann. Aber jetzt ist es down. Hä? Jetzt ist es nicht mehr lustig langsam. Jetzt ist es langsam nicht mehr lustig. Ja, komm, jetzt ist es langsam echt nicht mehr lustig. Langsam lächerlich. Jo, ich hab hier irgendwas gedrückt.
Ne, alt kannst du sein, war alt. Aus hier ist die Emulation. Nice. Puh, ich bin an meine Grenzen gestoßen. Ich bin an was ganz anderes geschissen. Mann, du bist wirklich gut. Ich gebe es offen zu, du hast wirklich einiges an Talent. Hier hast du den Quellorden. Oh, und noch etwas. Hier, behalte das als Andenken an unseren Kampf. Aquavelle ist es, glaube ich. Aquavelle, ja. Lass mich mal hier irgendwie durch. Ah, nice, hier kommen sie durch. Pokémon Arena von Azur, hier seht ihr die Leiter, müsst ihr die junghafte Meerjungfrau. Anerkannte Trainer, Marcel. Wir spielen jetzt was, ich zeige euch nämlich auch, warum wir jetzt spielen. Weil Mulder ruft mich hier die ganze Zeit an, die blöde Kuh. Tu erstmal Set nach vorne. Wir werden dort unsere ganzen Items abholen. Supertrank, Seidenschal, Mondstein, Hypertrank, Wahlschal. Und jetzt gehen wir noch kurz shoppen. Haben wir sich jetzt aber 10 Beleber. Und Hypertränke. 20. Jetzt gucken wir uns mal an, wo wir noch als nächstes hingehen können. Was war der Treten? Warte, wie viel haben wir denn hier schon? Das Projekt hier gar nicht mal zu lange, das merke ich immer erst. Grafikbug for the win. Mal schauen, wo können wir denn jetzt hin? Wir können dahin, da will ich aber ganz ehrlich nicht hin. Ja, wir gehen nach Prismania City. Und von dort aus ist, glaube ich, der Radweg. Oder bin ich falsch? Doch. Da lang, da ist dann der Radweg. Ding, 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 ding. Oh, meine Nase. Ich glaube, das sind ja auch Smogons. Das ist doch perfekt für dich, Sid. Habe ich gerade eine falsche Route im Kopf? Hey, du da stehen geblieben, solange du nicht auf dem Sattel. Ja, sorry. Ja. Hab ein Fahrrad. Hier fährt man übrigens automatisch nach unten. Du hast sowas von verloren. Ich spüre. Ich hab nicht zu Ende gelesen. Sorry. Sid, das ist deine Chance. Zu zeigen, dass du irgendwas kannst. Oh mein Gott, Sid. Es ist so lächerlich, es ist so lächerlich. Diese nervigen Statusveränderungen. Mal zu Psybeam und ist down. Level 46, sieht gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Weißt du, was wir jetzt machen können? Hier irgendwo halten, dass wir auf den Beutel zugreifen können. Und einfach eine Top-Genesung benutzen. Scheiß drauf. Jetzt dorthin. Jetzt kämpfen wir gegen den da. Nice. Hey du, kommst du etwas Joto? Ja. Man munkelt. Smog, Smog. Let's go, Sid. Ding, ding. Ding, ding, ding. Oh, Sid. Rätstrom, Junge. Rowdy Harry. Der Harry. Ach ja,
Ich habe eben einen schlechten Tag, das ist alles. Willst du mal kämpfen und erst deine Nummer rüberwachsen? Alles klar. Werden wir ja sehen. Da kann ich mich auch kämpfen, nice. Boah, das ist aber ein tolles Fahrrad. Ich gehe jetzt aber auch nur den rechten Weg lang, den linken. Ich gehe jetzt nicht dann extra nochmal zurück. Magma. Vor der Pokémon-Liga werden wir auf jeden Fall nochmal Offscreen-Training machen. So viel steht fest. So viel muss feststehen. Surfer. Der ist ein lockerer One-Hit. Ease gedreht. Easy. Jo, da sind wir wieder. Muss so ganz kurz so ein Speed-Cut machen. Deswegen leider ohne Ansage, aber jo, sollte allzu schlimm sein. Ich meine, es geht ja weiter. Hör dir, Manuel, du bist so stark, wie du aussiehst. Danke. Ich brauche Zaster, um mein Bike aufzumotzen. Eine edle Spende, bitte. Hier kriegst du 2 Poké-Dollar. Angus. Jetzt hat er wieder Magma, willst du mich jetzt lachsen? Das spiele ich jetzt aber, ist mir jetzt egal. Lol. Was ist Magensäfte? Na, ja, mach einfach mal Schlafpuder, trifft eh nie. Tentoxa? Ich spiele den Kampf, es ist mir egal. Oh, nice. Nee, 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 nee. Wenn der jetzt wieder Magma spielt, wieder ohne Scheiß. Wom, wom, na, wir finden es meine Soundeffekte. Waren schon gut, ne? Nee, da war ein Teddy Ursa. Und das Teddy Ursa kann Finte. Ich weiß es. Ein Teddy Ursa ohne Finte ist kein Teddy Ursa. Nein, es setzt Erholung ein. Soll er machen, wenn er meint. Schlaf du weiter, Tidusa. Ich kenne dich mal so lang. Also im Süßstrahl merkt man nicht, wenn man schläft. Nein. Merkel. Nee. Lauf mal einfach Lightning. Ohne Komplikation einfach jetzt. Ohne Komplikationen. Nice, ich glaube, der Part wird schon wieder so lang. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich habe wieder eine Taste gedrückt. Ja. Nice. Nein! Ich speed jetzt. Sorry. Aber ihr müsst euch halt einfach mal kurz ein bisschen verstehen, dass ich nicht immer allzu lange Parts möchte und jetzt wenn ich mitten hier dran aufhören will, weil ich noch in die nächste Stadt kommen möchte. So. Scheiß auf den Trainer unten, das war ein Vogeltrainer. Ah, hier unten ist der Pokémon Center. Das Pokémon Center, okay. Dann heilen wir jetzt. Und zack. Genau. Und dann würde ich sagen, dann war es das für dieses Palast. Daumen
oben da oder was auch immer. Konstruktive Kritik gerne in die Kommentare. Und ja, nächster Part mit Juli. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao.